Wer bist du? Langsam. Das ist kein Picard. Woher weißt du das? Die treiben sich hier ständig rum. Das ist dieser Fremde, der Pilger. Was? Der ist von außerhalb der Mauern? Wow, krasse Scheiße. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Aber pass auf dich auf, Pilger. Und halt dich von den Picards fern. Die kennen keine Freunde. Diesmal mit Biomarker. Karl sagte, wir sollen dich zu ihm bringen, wenn du wieder auftauchst, damit er sich dir vorstellen kann. Na, klingt besser, als mich aufhängen zu wollen. Und vergesst nie, die Menschheit erschuf eine Zivilisation, die schließlich nicht mehr war als ein Koloss auf tönernen Füßen. Wir dürfen nicht noch einmal denselben Fehler machen. Das wollte er nicht, das musste er. Du warst eine Gefahr für alle. Natürlich. Hört nicht auf die Ideologien von Narren, die zum Wiederaufbau aufrufen. Es wird keinen Wiederaufbau geben. Wer hätte das gedacht? Ein Pilger im Bazar. Willkommen. Ja, ich lebe, obwohl du dir alle Mühe gegeben hast. Okay, du bist sauer auf mich, aber versetz dich mal in meine Lage. Dann weißt du, dass es nicht anders ging. Wir sind für das Wohlergehen unserer Leute verantwortlich. Und das nehmen wir auch ernst. Deshalb lief es so, wie es lief. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Also, sag doch, wie geht's denn so zu in der Außenwelt? Mies. Und es wird immer schlimmer. Es gibt immer weniger Siedlungen. Und sie schrumpfen. Bald kann man nirgendwo mehr hingehen. Das überrascht mich nicht, mein Sohn. Die Menschheit muss erst am Boden sein, um sich wieder aufrichten zu können. Deshalb sind wir ja auch hier. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? Nein. Erzähl du mir doch mal was über deine Leute. Man nennt uns das Volk des Bazars. Aus dem einfachen Grund, weil wir hier leben. Aber in Wirklichkeit sind wir ein freies Volk. Frei von Lügen, frei von Geld, frei von Religion, Politik, Kriegen und frei von dem Schatten, der die Erde umhüllt hat. Klingt gut. Genau genommen zu gut, um wahr zu sein. Oh, wir haben unsere Probleme. Das Wasser zum Beispiel ist rar. Aber mit Mut und Geduld werden wir eines Tages ein Paradies erschaffen. Du wirkst geradezu dankbar für den Zusammenbruch der Gesellschaft. Es war genauso tragisch wie unausweichlich. Das Konsumdenken und der Glaube an die Übermacht des Geldes haben zu dieser Katastrophe geführt. Also, geben wir uns hier Mühe, nicht denselben Fehler erneut zu machen. Das wäre ein Verbrechen. Wir wollen eine Weltordnung erschaffen, die auf sozialen Bindungen aufbaut. Auf Familie und Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, in der sich die Menschen unterstützen und gerecht handeln. Kein Bedarf für Polizei, Militär oder falsche Anführer, die erschießen, die sie beschützen sollen. Bei uns ist für alle Platz. Aber kommen wir nun wieder zu deiner Geschichte. Ist Kaffeeklatsch alles, was du willst, Karl? Unsinn. Aber du kommst von draußen und auf einmal bist du bei uns. Also, reden wir Klartext. Ich muss wissen, ob du ein Schaf bist oder ein Wolf. Na? Was bist du? Ich finde diese Metapher nicht so toll. Ah ja, verstehe. Pilger mögen Metaphern ebenso wenig wie Poesie. Sie sind Männer der Tat. Ja, apropos Taten. Ich suche Sophie. Ach ja? Sag an, wieso? Das geht nur mich was an. Nicht, wenn du dich auf meinem Gebiet bewegst, Pilger.
Aber nun gut, ich spiel mal mit. Was auch immer dein Ding ist, eine Gefahr für uns ist es nicht. Denn du bist ja allein. Und wir sind viele. Geh da lang. Du wirst auf einen riesigen Kerl stoßen. Das ist Hammond, Sophies Leibwächter. Dann ist sie nicht weit. Ich hoffe, mit deiner Mission machst du Hammond nicht wütend. Bis dann, mein Freund. Offensichtlich kannst du auch nicht durch den Tunnel. Aether hält uns in unseren eigenen Häusern gefangen. Sophie, können wir reden? Tu ihm nichts, Hammond. Lass ihn reden. Ich bin... Aiden, du bist dieser Pilger, der vor kurzem in die Stadt kam. Du bist ziemlich gut informiert. Ich habe kaum eine andere Wahl. Ich bin verantwortlich für die Sicherheit hier. Außerdem war das gestern ein ziemlich ordentlicher Auftritt. Ich suche Arbeit. Weißt du da zufällig irgendwas? Suchst du Arbeit? Ich arbeite nur mit Leuten, denen ich traue. Du kamst von draußen. Man wollte dich hängen. Alle reden schlecht über dich, Pilger. Du willst, dass ich dir traue? Dann rede mit den Leuten vom Bazar. Mal sehen, ob du ihr Vertrauen gewinnen kannst. Wenn du das schaffst, ändere ich meine Meinung vielleicht. Mann, ich bin so durstig. Düstermine? Gibt's da was Besonderes? Er hat diese Mischung entwickelt. Aus Pilzen und den Blättern von irgendeinem Unkraut. Ich habe echt Pulver gefunden. In der alten Schule. Versteckt hinter. Du wirkst nervös. Schau, Urban, dein neugieriger Freund ist wieder da. Arbeit gefunden. Noch kein Glück gehabt. Das hat nichts mit Glück zu tun, Junge, sondern mit Charakter. Wie bei dir? Da hat einer Eier. Na gut. Wonach verlangt deine hungrige Seele? Jemand wie du muss doch eine Menge wissen. Bei aller Bescheidenheit, das stimmt. Vielleicht hat ja ein Vögelchen gezwitschert, was mit Lukas passiert ist? Also, ich habe gehört, dass ein Pilger in die Stadt gekommen ist. Äußerst neugierig, quetscht die Leute aus. Ungemütlicher Kerl, so ähnlich wie du. Kann bestimmt kein Zufall sein. Kann es sehr wohl. Glaube ich nicht. Weißt du was über Lukas oder nicht? Solche Informationen sind teuer. Kannst du dir nicht leisten. Ich könnte dafür arbeiten. Hast du Arbeit für mich? Hinterlassen Sie Ihre Vita im Sekretariat. Wir melden uns dann. Komm schon, verarsch mich nicht. Ich mein's ernst. Du platzt hier rein, als ob das dein Laden wäre. Du hast echt Mumm für drei. Ah, das ist mein Mann. Oder sollte ich sagen Pilger? Na gut. Ich habe vielleicht einen kleinen Auftrag für einen harten Kerl wie dich. Erledige ihn gut, dann sehen wir weiter. Um was geht's? Nur was Kleines. Ein Typ schuldet mir noch eine Lieferung. Schau, wo er steckt. Hat seit Tagen kein Wort von sich hören lassen. Könnte sein, dass er mir aus dem Weg geht. Normalerweise lässt er mich nicht warten. Das tut niemand. Wer ist der Typ? Hubert. Hubi der Halbaffe, wie wir ihn nennen. Ich kenne ihn.
Der Name passt. Finde raus, was dieses Mal mit ihm los ist. Gut, ich komme wieder, wenn ich mit ihm geredet habe. Er wohnt im höchsten Haus am Rand von Trinity Court, gegenüber vom Bazaar, an der Horseshoe. Kannst es nicht verfehlen. Ihn zu finden ist eine andere Geschichte. Wieso? Hubert ist nicht nur ein Hehler. Für Geld macht er alles. Und jetzt versteckt er sich vor der halben Stadt. Er ist total paranoid, lebt wie eine Ratte im Labyrinth, will sich sicher fühlen. Du musst da raufklettern und einen seiner Geheimgänge finden, damit du reinkommst. Das schaff ich schon. Wenn du da bist, sag ihm das Kennwort Sayonara, damit er weiß, dass ich dich schicke. Kapiert. Ich dachte, in jedem Ende liegt eine Chance für einen neuen Anfang. Ich bin Damien. Aiden. Du bist neu hier, oder? Macht das einen Unterschied? Ich dachte, ich würde jeden in diesem Loch kennen, aber dich kenne ich nicht. Vielleicht, weil ich gerade erst in die Stadt gekommen bin. Ehrlich? Wow. Respekt. Ich habe gehört, dass vor den Mauern ein echtes Blutbad stattfindet. Was hat das mit dem Job zu tun? Nichts, mein Freund. Ich will dir nur auf den Zahn fühlen. Und mir gefallen deine Beißerchen bisher. Der Job erfordert aber in erster Linie eine gewisse Diskretion deinerseits. Du wirst für meine Partner arbeiten und was die machen, geht nur sie selbst was an. Mach dich auf den Weg zu meinen Partnern im westlichen Quarry End. Dort erfährst du mehr. Alles klar, ich melde mich bei denen. Lass sie nicht warten. Wirklich, wir können keine Zeit verschwenden.
Hallo? Raus hier! Ich warne dich! Raus aus meinem Haus! Wie hast du meine Geheimtür gefunden? Das nennst du eine Geheimtür? Sollte es sein, ja. Du hast Pech, Kumpel. Ich weiß immer noch gar nichts über irgendwas. Dodger schickt mich. Dodger? Was? Ach, ich soll Sayonara sagen. Hilft das? Na gut. Scheiße. Warum ich gleich so? Dodger will wissen, wo seine Bestellung bleibt. Denke ich mir. Siehst du? Kaputtes Bein. Deshalb habe ich Dodgers Bestellung nicht. Brauchst du Hilfe? Nee. Warte. Geh nicht zu ihm zurück, wenn er erfährt, dass ich das vermasselt habe. Bin ich hier geliefert, Mann? Was soll ich ihm also sagen? Weiß nicht. Ihm ist das scheißegal. Er denkt, ich verarsche ihn. Hey, kannst du für mich gehen? Schau dir einfach das Lager an. In der Tiefgarage in der St. Joseph Straße. Steig über den Zaun vor dem Massagesalon. Geh ins Gebäude und kletter dann den Aufzugsschacht runter. Langsam, langsam. Wenn ich dir helfe, wonach suche ich überhaupt? GRE-Container. Jedenfalls laut der Gerüchte, die Deutsche aufgeschnappt hat. Dort gab's mal ein Militärlager. Wurde in den letzten Tagen des Ausbruchs errichtet. Und wo Militär ist, da ist meistens auch irgendwo ein vollgestopftes Lager mit Vorräten. Was für Vorräte? Bin nicht sicher. Aber normalerweise gute Sachen von vor dem Ausbruch. Fürs Militär gab's immer nur vom Feinsten. Medizin, Alkohol, all sowas. Kein Wunder, dass Dodger die Lieferung unbedingt haben will. Ja, hier. Nimm die Knaller hier und probier's, okay? Wäre für uns alle ein großer Fang. Aber ich bin raus aus dem Rennen. Buchstäblich. Warum arbeitest du für Dodger? Ernsthaft jetzt? Aus demselben Grund wie du. Wenn man überleben will, muss man tun, was zu tun ist. Dodger verrät mir, wo ich was Wertvolles finden könnte, und dann gehe ich dahin. Wenn ich was Wertvolles finde, kriege ich einen Anteil. Einen ganz kleinen, ein Quäntchen. Du weißt ja, was für Arschgeier Typen wie Dodger sind. Kaum genug zum Leben, aber besser als nichts, schätze ich. Das Schlimmste ist, wenn Dodger mir einen falschen Tipp gibt. Dann kriege ich einen Scheißdreck. Das kam schon mehr als einmal vor. Dodger ist das natürlich scheißegal. Er hat eine Menge Leute wie ich, die für ihn arbeiten. Was ist mit deinem Bein passiert? Wurde von Banditen überfallen, als ich mich dem Ort näherte. Bin gerade noch mal so davongekommen. Wenn du das nicht machst, bringt Dodger mich um. Also, ist das hier eine Militärbasis? Ja, sind überall aus dem Boden geschossen, als der Ausbruch begann. Die Basis hat einen militärischen und einen zivilen Teil. Die guten Sachen sind im militärischen. Im Zivilen gibt's wahrscheinlich mehr Infizierte als Beute. Such nach dem militärischen Eingang, da machst du nichts falsch. Wenn du drin bist, sei vorsichtig. Es wird nicht einfach, in den Lagerraum zu kommen. Meistens gibt's da auch Generatoren. Die musst du finden, um die UV-Lampen anzuschmeißen. Hilf gegen die Beißer, die dort ziemlich sicher rumstreuen. Gut, ich bin bald zurück. Danke. Damit rettest du mir den Arsch, Kumpel. Du solltest gleich aufbrechen. Die meisten Infizierten sind jetzt wahrscheinlich auf der Jagd. Danke für den Tipp. Klotz nicht so dumm, okay? Ich weiß selber, wie ich aussehe.
Aether? Ich höre. Aiden hier. Mir wurde gerade ein extrem zwielichtiges Geschäft angeboten. Vielleicht kriegen wir dadurch einen Hinweis auf Lucas. Ich brauche mehr als Hinweise, Aiden. Was auch immer es ist, kümmern Sie sich drum. Geht klar. Aiden, Ende. Commander getötet wird, stellt ihr alles auf. Guck mich nicht so an, ich gebe dir bloß Infos. Und weißt du was? Du wirst es nicht bereuen.